Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit einem neuen Video für euch. Heute mache ich bei einem Tag mit und zwar geht es um den 7 Deadly Sins of Beauty. Den hat die Fanny Pilgrim gemacht und hat dazu aufgerufen, den einfach mal mitzumachen. Und weil ich im Moment nicht weiß, welches Video ich machen soll, weil ich nicht schon wieder ein Haul machen will, habe ich gedacht, ich mache einfach bei dem Tag mit. Fangen wir direkt mal an. Also da geht es eben um die 7 Sünden. Und die 7 Sünden, die werden dann da auch immer noch genannt. Also, erste Sünde, Habgier. Was ist dein günstigstes Produkt? Bei der ersten Frage musste ich schon so ein bisschen stocken und überlegen, weil da wurde es nämlich schon schwierig, weil ich habe ja eigentlich nur günstige Produkte, weil ich ja so eine kleine Schnäppchenjägerin bin. Und deswegen habe ich jetzt mal 2 zur Auswahl. Also auf 1 konnte ich mich irgendwie auch bei den ganzen Sachen nicht beschränken. Da habe ich einmal ein Kajal von B2, den Perfect Look Kajal. Ich glaube, der kostet irgendwie sowas um die 99 Cent. Bin ich mir aber jetzt auch nicht so ganz sicher. Und von Rivalde Look den Gel Eyeliner. Ich glaube, der kostet 1,50 oder so. Wenn ich jetzt lüge, tut es mir leid, aber ich dachte jetzt, das nehme ich einfach mal als Stellvertretung für meine ganzen günstigen Sachen. Ich habe auch viele günstige Lidschatten und so weiter. Von daher fiel mir das jetzt eigentlich nicht so einfach. Naja, auf jeden Fall, das sind, sage ich mal, mein günstiges Produkt. Die nächste Frage, was ist dein teuerstes Produkt? Das war einfach, weil das ist hier die Helena Rubinstein Lash Sexy Blacks Mascara. Ich hatte einen Douglas Gutschein und ja, davon habe ich mir die gekauft. Also ich habe sie ja dann quasi nicht selber bezahlt. Ich habe sie ja von meinem Gutschein gekauft, aber die hat im Douglas Online Shop 27 Euro gekostet. Und das finde ich für eine Mascara schon echt krass. Aber ich dachte, ich gönne sie mir einfach mal, weil ich ja eben den Gutschein da hatte. Und ja. Nächste Sünde ist. Ist der Zorn. Für welches Produkt empfindest du Liebe und Hass zugleich? Das ist meine L'Oreal Sublime Bronze Creme. Die liebe ich über alles. Aber ich hasse sie, beziehungsweise ich hasse nicht sie, sondern ich hasse meine Haut dafür, weil ich eventuell dagegen allergisch bin und sie deswegen im Moment nicht benutze. Ich kriege hier immer unten am Hals dann so einen Aufschlag und seitdem ich sie nicht mehr benutze, habe ich das eben nicht mehr bekommen. Also schätze ich mal, dass es von dieser blöden Creme hier ist und ich liebe sie eigentlich einfach, weil die bräunen so schön und ja, deswegen empfinde ich auf jeden Fall für die Hass und Liebe zugleich. Und dann habe ich noch eine, und zwar hier die Altera Erste Fältchen Nachtcreme. Die liebe ich auch über alles und ich hasse Altera dafür, weil die aus dem Sortiment genommen haben. Ich habe sie mir jetzt noch 3-mal sichern können, aber deswegen liebe ich und hasse sie. Hasse ich sie. Ja. Dann als nächstes. Welches Produkt war für dich am schwersten zu bekommen? Ja, würde ich auch die Nachtcreme Erste Fältchen hier sagen, weil wie gesagt, die ist aus dem Sortiment genommen. Und ich habe sie eben noch 3-mal versucht, oder ich habe sie eben noch versucht zu bekommen und habe sie dann 3-mal noch das letzte Mal bekommen, weil sie jetzt einfach weg ist. Und ich habe sie mir jetzt auf Vorrat 3-mal angelegt und deswegen war die für mich schwer zu bekommen, weil ich dafür in auf jeden Fall 3 Rossmann-Läden war. Ja. Und das ist für mich schon schwer. Sonst noch irgendwas, was ich ganz schwer bekommen habe? Nee, ich glaube nicht. Jetzt kommt die Sündefüllerei. Was ist dein leckerstes Produkt? Das war auch ziemlich schwer für mich, weil ich finde, Kosmetik darf eigentlich nicht lecker sein, beziehungsweise ist vielleicht auch manchmal nicht lecker. Aber ich habe hier diesen Sleek Pout Polish. In mehreren Farben habe ich das. Und das riecht so ein bisschen
ja, vanillig und sieht auch natürlich auch sehr süß aus. Und das schmeckt und riecht auch gut. Und dann hier die Vampire's Love Tim Lip Stained heißt das. So sieht es aus. Das ist so ein Lila. Das riecht auch sehr fruchtig. Und dann habe ich noch hier meine Kaufmannshaut- und Kindercreme, die ich schon seit Jahren benutze. Die finde ich auch vom Geruch her total lecker. Ich könnte mich da irgendwie reinlegen. Die hat zwar keinen besonderen Geruch, eigentlich eher ja, nach Creme. Aber ich finde die total toll. Ja. Schon wieder drei Produkte. Eigentlich soll nur eins angegeben werden. Trägheit. Welches Produkt ignorierst du, weil du zu faul bist? Das ist auf jeden Fall hier Augenbrauen-Zeugs. Anmal-Dings. Ich habe es, wie ihr seht. Aber ich bin meistens zu faul, es aufzutragen. Und ich finde auch, ich habe jetzt nicht so schreckliche Augenbrauen, dass ich das unbedingt immer benutzen muss. Aber das benutze ich alle Jubeljahre mal. Vielleicht mal am Wochenende, wenn ich weggehe oder so. Dann denke ich vielleicht mal dran. Ansonsten verstaubt das eher. Leider. Ja, das war das. Hochmut. Welches Produkt gibt dir das meiste Selbstbewusstsein? Das ist auf jeden Fall bei mir der Kajal, weil ich finde, sobald man Kajal drauf hat, also beziehungsweise wenn ich Kajal drauf habe, finde ich, fühle ich mich geschminkt und wenn ich keinen drauf habe, fühle ich mich irgendwie komisch. Ich habe es schon ein paar Mal versucht, ohne Kajal aus dem Haus zu gehen, aber spätestens dann, wenn ich irgendwo, ups, Entschuldigung, wenn ich irgendwo angekommen bin, mache ich ihn mir dann doch drauf, weil irgendwie fühle ich mich dann komisch. Keine Ahnung warum. Und als zweites ist das auf jeden Fall Blush, ist egal welcher. Ich habe jetzt hier den Legacy of the Sky, den ich übrigens total liebe. Und traurig bin, dass das nur limitiert war. Ich finde, Blush macht sofort frisch und Kajal und Blush und fertig ist die Sache. Und ja, Selbstbewusstsein kann kommen. So. Wollust. Welche Attribute findest du am anderen Geschlecht am attraktivsten? Das ist zum einen, ist das auf jeden Fall Humor und Selbstbewusstsein auch bei einem Mann. Ich finde, wenn jemand einen quasi schon um Finger wickeln kann, indem er so Selbstbewusstsein ausstrahlt und zu seinen Taten steht und so weiter, ist er schon sehr attraktiv für mich. Und er muss mich zum Lachen bringen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und worauf ich auch total achte, beziehungsweise was ich einfach total schön finde, ist, wenn ein Mann schöne Augen hat, sei es eine schöne Augenfarbe oder einfach einen ausdrucksstarken Blick. Finde ich total wichtig und auf Hände gucke ich auch total. Also, der muss gepflegte Hände haben, wenn der schon abgefressene Fingernägel hat. Geht schon irgendwie nicht. Ja. Auch wenn das sehr oberflächlich klingt, aber irgendwie, nee, wenn ich mir vorstelle, der fasst mich dann an. Nee. So, Neid ist, glaube ich, ja, genau, ist die letzte Frage. Was würdest du am liebsten geschenkt bekommen, was andere haben? Das ist so viel, was man irgendwie geschenkt kriegen möchte oder haben möchte. Man kennt das ja mit dem Anfixen hier auf YouTube. Man wird ständig irgendwie angefixt und möchte das gerne haben, dann kostet das aber zu viel oder man sieht es einfach nicht ein, das jetzt auch nachzukaufen. Aber was ich total gerne hätte, ist eine andere Kamera, die nämlich Autofokus hat oder so. Dann hätte ich gerne. Ja, was hätte ich denn gerne? Eine tolle Schminkecke. Dann. Ja. Weiß ich auch nicht. Das war's. Mir fällt irgendwie jetzt sonst nichts mehr ein. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen unterhalten und. Ja, ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.